Ja, Hallöchen, weiter geht's. Wir haben hier letztes Mal auf der Farm fleißig die Flöte uns organisiert gegen die Nazi-Kühe. Und wir haben eine neue Nachricht von Jimmy. Du hast einen neuen Freund, Jimmy. Nürzni, ich habe 3 Shows pro Nacht am kichernden Esel. Jetzt fange ich selber schon an zu stottern. Nächste Woche geht's los. Hier ist ein Ausschnitt aus meiner Ausführung. Was hat 2 Krücken und isst gerne ein Bate? Na, ich weiß doch, dass du das bist. Muss ich mal gucken. Ja, hier immer noch. Ein Freund der Elgor ist vielleicht immer noch zu schwierig für uns. Auch wenn wir jetzt ein Level höher sind, würde ich doch lieber erst die anderen. Aber betritt Mr. Makey's You Store It und gib seinen Monitor ab. Da war ich doch schon so oft drin. Und da war niemand. Probier's jetzt einfach nochmal. Oder ist das You Store It? Nö, du bist kein. Du bist der Straßenhändler. Aber das hier ist doch You Store It. Und da ist ja keiner drin. Ist da jetzt jemand drin? Hallo? Natürlich nicht. So, geh mal wieder. Und mit Elgor will ich mich nicht nochmal anlegen. Hat mir letztes Mal schon gereicht. So, wo können wir denn hinfahren? Timme. Mensch, ich verwechsel die 2. Was haben wir hier? Großwildjagd. Benutze Blutorange. Ja, fahren wir da halt mal hin. Guck mal einfach mal, was uns da erwartet. La 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 la. War das dann hier? Nee, da kann es nicht gewesen sein. Blutorange da unten wahrscheinlich. Aliensonde. Zum. Stimmt, hier war doch noch was zu erledigen. Ist jetzt wieder prädestiniert, um sich zu verlaufen hier unten. Aber da war noch was zu erledigen. Bin ich auch wirklich richtig? Aber ich denke schon, das war dann das. Nininana. Ist doch schon weg. Bin ich jetzt blöd oder was? Naja, gehen wir wieder hoch. Wieder typisch Konrad. Einfach mal wohin gelaufen, wo gar nichts ist. Aber es macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Komm, du kleiner Krüppel. Da wirst du hochkommen. Wunderbar. Ja, ich wollte hier nur her, weil ich so gerne meine Aliensonde benutze. Zum, zum. Ja, irgendwie gibt's hier eine Quest, aber ich weiß nur nicht wirklich wo oder wie oder was. Lass mich raus! Müssen wir nochmal gucken. Gucken auf der Karte, ist einfacher. Benutze eine Blutorange um einen blutsaugenden Flughund? Bei dem roten Haus. Ja, das ist ja hier runter. I used to be sad, but I found Jesus at the church. Muss noch mal gucken. Ach, hier gibt's jetzt auch schon was. Okay. Gibt's da sonst noch was? Ich glaube, ich muss lieber wieder zur Timmel-Haltestelle. Sonst laufe ich mir einen Wolf hier. So, was war hier? Großwildjagd. Naja, fahren wir hierher und gehen nochmal zu Jimbo.
Ach, was ist denn das? Guck mal hier. Kann ich bestimmt? Juhu! Brokkolino! Brokkori! Hätte ich fast richtig getippt, wie dieser kleine Chin-Pokémon heißt. Geld! Und... Geld! Ja, geh mal zu Jimbo, Jimbo, Jimbilimbidimbo. Hallo! What can I do for you, new kid? That mouse was making us all look bad. In more ways than one, eh, Ned? Speak for yourself. Nice work! I remember when I bagged my first dog. This one's real personal for me and Ned. Well, we lost half our unit to a farm cow when we were stationed in Hanoi. Far as we're concerned, you're a damn hero, kid. We're both proud to know you. I have no words. I can't wait to see what you kill next. Okay. Kann ich was verkaufen? Ja, nee, das brauche ich ja alles noch. Das brauche ich ja alles noch. Verkaufen, Kram. Kram verkaufen ist immer gut. So, das geht jetzt eine Stunde. Ach, diese Hin- und Her-Klickerei immer. Oh, dann mach ich das lieber so. Naja, Elfenohren vielleicht nicht. Da klingelt die Kasse. Da haben wir alle Spaß. Sogar für Schamhaare bekommen wir 5 Cent. Mensch, wenn das kein gutes Geschäft ist. Stapel verkaufen, Stapel verkaufen, Stapel verkaufen, Stapel verkaufen. Ach, das läppert sich schon, diesen ganzen Kram, den man hier so sammelt. Ach, dieses Geräusch, ich liebe das. Ach ja. Mensch, aber das bringt richtig Kohle, der ganze Kram hier. Aber es dauert auch, bis es alles verkauft ist. Benutzte Spritze, meine Güte, so viele. Was ist denn da los in South Park? Holzsplitter gibt auch 5 Cent. Mensch, hab ich volle Taschen. Müllhändler, Errungenschaft freigeschaltet, wunderbar. Fellbüschel. Meine Güte, bin ich reich. Ach ja, macht das Spaß. So kriegt man auch ein Let's Play voll, ne? Einfach ganze Folge lang nur Müll verkaufen. Sogar für diese Armbänder kriegt man Geld. So, jetzt gucken wir mal. Was hast du denn? Hast du was Gutes für mich? Was besser ist als mein Pömpel? Sieht nicht so aus. Ah, Langschwert des Kriegers. Oh, das klingt doch cool, oder? Ich glaube, das kaufe ich. Vorschau. Das sieht doch cool aus. Besser wie dieser Pömpel. Ja, also Aufsätze habe ich genug. Gucken wir uns das gleich mal an. Ja, natürlich ist das besser. Wenn man dann hier noch was draufklebt. Ja, jetzt können wir sogar das hier drauf tun. 50 Feuerschaden. Ach, da kann ich sogar 2 drauf tun. Das ist ja noch besser. Hier, das noch. Na, wenn ich jetzt nicht unschlagbar bin. Cool. Und jetzt? Ach, ich habe da oben was entdeckt vorhin, wo ich am Verkaufen war. Habe ich da was entdeckt? Na, da blinkt doch was. Das muss doch gehen. Warum geht das nicht? Autsch. Autsch. Muss ich mich hier hinstellen? Geht immer noch nicht. Mann!
Muss ich mich da hoch teleportieren vielleicht? Mit meiner Aliensonde. Ach, und dann ist abgeschlossen. Na wunderbar. Tolle Idee. Ganz tolle Idee. Mensch, da bin ich doch gleich mal wütend. You want a piece of it? Manu! Wo kriege ich Jimbos Schlüssel her? So, wo muss ich denn noch hin? Wo muss ich denn noch hin? Zasnisna. So. Ach, ich schaue auf der Karte, ist einfacher. Ja, hier an der Schule? Da ist dann wieder das mit den Goth-Kids. Naja, gut. Was ist das hier eigentlich? Da können wir auch mal reingehen, oder? Hey, wer bist denn du da hinten? Was ist mit dir los? Hey. Who? What? Ach, neuer Freund. I guess I hit it a little hard at the bar this morning. Ja. Thanks for waking me up, kid. Ja, trink weiter. Dankeschön. Ciao. So, was gibt's hier Schönes? Mensch, sieht das gemütlich aus bei euch. Ich sehe, glaub, ein Pokémon. Wenn mich nicht alles täuscht. Blumentopf-Amus. Amus. Ach, jetzt dachte ich, das hier wäre eine Vase, die da hinten steht. Denkst du, hä, warum laufe ich denn da durch? Hallo, Mister im pinken Hemd, kann ich mit dir reden? Well, well, you supposed to be some kind of Knight of the Round Table? Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good Sir Knight, I got rats in the basement. Biggins. That's why I got stuck with Her Majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? Then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Skeeter's Kellerschlüssel. Schön. Ein Schlüssel bekommen. Ist doch nett. Kann ich mir die auch retten? Retten, reden. Oh, was ist das? Ein Geldautomat. Yeah, 25 Cent. Oh, das sieht wieder mysteriös aus. Ein Dartspiel. Lass uns Dart spielen. Dann können wir das neue Schwert vielleicht gleich an den Ratten ausprobieren. Break a leg or whatever. Both legs. Ja, dann machen wir gleich mal einfach mal testen, wie das so ist mit dem neuen Schwert. Ja, läuft, ne? Läuft. Und du? Ach, schieß einfach mal. Auch nicht schlecht. Ja, das könnte man schnell erledigen, oder? Mann, dieses Schwert ist ja unglaublich. Unglaublich, dieses Schwert. Für Elgor reicht's wahrscheinlich immer noch nicht. Müssen wir uns noch etwas von ihm zuspammen lassen in Facebook. Aber ich denke, das können wir überleben. I'm just a humble bard. Surely my music is no match for a hero like you. It's all in the timing. You've been terrific. Nee, warum stirbst du? Pfeife. Boah, dieses Schwert ist einfach fantastisch. Ich wehr nur ab und ich kippe schon um. Mensch. Und ich verpasse drauf zu hauen. Ach, wer braucht Begleiter? Begleiter werden völlig überbewertet. Das mache ich doch mit dem Handumdrehen alleine. Und Elgor hat mir schon wieder eine Nachricht geschickt. Ich werde noch wahnsinnig. Was ist das da oben? Die Flasche. Die holen wir jetzt mal runter. Ach, so hätte ich die Ratte auch erledigen können. Ja, wäre eine Idee gewesen, wenn man gleich dran gedacht hätte. Aber mit dem Schwert ist das ja sowieso alles kein Problem. Na, wenn die Ratte jetzt dann hier in die Nähe kommt und dann mache ich so und zack, Bums, siehste. So, und dann noch die letzte Ratte. Kann ich dich auch mit dem Trick killen irgendwie? Der Grill sieht mir verdächtig aus, aber... Naja, hau mir die so auf die Mütze, ist ja kein Problem. Da sind wir ja geübt genug. Holy free holy. Oh, zwei große Ratten.
So, und du schießt auf diese hier da hinten. Weil die brennt, wird sowieso gleich sterben. Siehste? Machen wir der noch eine auf die Mütze. Did somebody say encore? Mensch, war das einfach. Solche Quests könnte ich öfter haben. Macht ja richtig Spaß. La 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 la. Komm, wir gehen wieder hoch. Oh, diese epische Musik. Und Al Gore schickt mir schon wieder eine Nachricht. Meine Güte. Was ist denn los mit dem? Hat er keine Freunde? Hüpf, hüpf, hüpf. Eine Dose Bier. Hm. Ach hier, ich hab doch deine Ratten erledigt. Damn, if you ain't a noble knight after all. Alright, kid, here you go. Mensch! Dartpfeile! Wunderbar, und neue Freunde. Drei neue Freunde. Barkeeper, Skeeter und Mr. McCormick. Ach, Al Gore, du gehst mir echt sowas von auf den Sack. Löschen, 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 löschen. War es das schon hier? Schade. Neue Nachricht von Al Gore. Das kann so nicht gewesen sein hier. So eine schöne Bar oder so eine Babyquest oder was? Na gut. Ja, dann beenden wir hier. War ja schön jetzt zum Abschluss mit dem neuen Schwert. Die Ratten killen. Und morgen schauen wir da mal, wie es weitergeht. Ich habe noch keinen Plan. Schaut trotzdem rein. Viele Grüße, schöne Zeit. Euer Lieblingsnoob Konrad. Tschüssi, Kowski.